Hallo, dies ist also die mittlerweile 8. Ausgabe meines Videologs zum Psychologie-Fernstudium an der Fernuni Hagen. Und wie soll ich sagen, es ist etwas Ernüchterung eingetreten. Das erste Semester ist ja nun schon fast zu Ende und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass ich bisher noch gar nichts geschafft hätte. Gut, wenn ich mir anschaue, was ich dann doch schon erledigt habe, ist es nicht ganz gar nichts. Ich habe ja doch einige Hefte durchgelesen, markiert, unterstrichen, aber so wirklich habe ich nicht den Eindruck, vorangekommen zu sein. Und das liegt wohl auch daran, dass mir schon vor Aufnahme des Studiums klar war, dass es viel Stoff ist und dass ich wenig Zeit habe. Allerdings, dass ich so wenig Zeit habe und es so viel Stoff ist, das hätte ich dann doch nicht gedacht. Also so in der Praxis komme ich selten auf mehr bis 3 bis vielleicht mal maximal 5 Stunden pro Woche, die ich mich mit dem Studium beschäftigen kann, und das ist dann schon sehr wenig. Und ja, ich habe mir jetzt vorgenommen für das zweite Semester, wie man auch in dem Titel dieses Videos sieht, alles auf Anfang zurückzusetzen und quasi nochmal ganz am Anfang mit dem ersten Kurs anzufangen, mit dem ersten Heft zum ersten Kurs, Einführung in die Psychologie und ihre Geschichte. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Und anders als bei diesem Mal, nicht so vorzugehen, dass ich versuche, die Dinge nur durchzulesen und schnell was unterstreicht, sondern wirklich erst dann voranzugehen, wenn ich auch wirklich einen Bereich verstanden habe. Dazu werde ich mir Zusammenfassungen erstellen. Ich werde das über Evernote wahrscheinlich elektronisch machen. Habe mir auch da schon Strukturen überlegt. Da gehe ich vielleicht in einem der nächsten Videos dann nochmal drauf ein. Und ja, werde auch mal den Zeitdruck erstmal hinten vorzulassen. Ich habe auch vor Moodle aber mehr zu nutzen, die Diskussionen dort, und mal schauen, da halt wirklich intensiver reinzukommen. Für mich wird sich dann sicherlich auch irgendwann die Frage stellen, ob das Studium in der Form überhaupt das Richtige für mich ist oder ob es da Alternativen gibt, mit denen ich auch die Bereiche, die ich abdecken möchte, ganz gut machen kann. Ja, das war es eigentlich hier für den Moment. Ach ja, was ich noch sagen wollte, bisher habe ich viel in der Straßenbahn gelernt oder unterwegs und auch oft nur für sehr kurze Zeiten, halt auch abends spät noch vorm Schlafengehen. Und ich werde es jetzt versuchen, so zu ändern, dass ich eher selten etwas für das Studio mache, vielleicht wirklich nur ein-, zweimal die Woche. Dafür dann aber auch versuche, mir wirklich Blöcke von 2 bis 3 Stunden, vielleicht mal Nachmittag oder wenn es auch geht, mal am Wochenende, irgendwo was freizunehmen und dann auch wirklich in das Studium besser eintauchen zu können. Was meine künftigen Videos angeht, habe ich vor, zum einen weiter meine Lernfortschritte zu berichten, andererseits aber auch mal mehr auf die Inhalte einzugehen, vielleicht jedes einzelne Heft oder sogar Kapitel mal etwas vorzustellen, um einen besseren Eindruck davon zu vermitteln, was denn alles so passiert im Studium, um da auch manchmal noch die Entscheidung zu erleichtern, ob es das Richtige ist. Und ich habe auch vor, vielleicht mal über andere Weiterbildung im Bereich Psychologie zu berichten, auch über nicht akademische Angebote und auch das eine oder andere Buch mal vorzustellen. Wie immer freue ich mich auch über eure Anregungen und greife das gerne auf. Bis dahin.